Speisegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Speisegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Noch ein kleiner Tipp für die Schwingstufe. Wenn ihr den Eingang dran lasst, wird quasi in dem Moment, wo die Spule, wo es losgeht, sag ich mal, der Schwingkreis, ist halt die Power vom Akku noch mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, haben wir wesentlich mehr hinten raus, sag ich mal. Ich drücke ihn mal. 15 Volt, ne? Wenn ich jetzt, also es ist nur zum Testen, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wenn wir jetzt mehrfach drücken, ne, ich höre jetzt mal bei 40 Volt auf, dann, wie ihr seht, haben wir 40 Volt. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben den Eingang verpult. Aus welchen Gründen noch immer. Zack, andersrum. Machen dasselbe nochmal. Naja, ihr seht 7 Volt, ne? Also darum geht's nicht. Elektronik-Borsige Video machen, ne? Wenn ihr die Polungen am Eingang ändert, was wahrscheinlich Elektronik machen wird, um zu zeigen, dass es alles Schwachsinn ist, dann müsst ihr hier an die andere Diode ran, ne? So. Einfach nur die Diode wechseln und dann... na komm her. Klack, 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 klack. Na, sind wir wieder bei die 40. Hat mit der Polung der Wicklung nichts zu tun. Also Polung der Wicklung, sage ich jetzt mal, ist immer vorgegeben, egal wie ihr hier anklemmt. Ne? Wenn ihr eben jetzt hier einen Eingang verpolen wollt, dann müsst ihr die andere Diode verwenden. Und das könnt ihr eben ganz einfach überprüfen, indem ihr drückt und dann hier wesentlich mehr rauskommt als ja, auf dem, wenn das jetzt so macht, ohne, ne? Jetzt haben wir ja nur die Kondi-Ladung, wenn wir jetzt nochmal machen, zack, und ich messe danach. Ah ne, da war jetzt noch geladen, ne? Huch, Moment, Messfehler. Der war noch geladen, das haut so nicht hin. Okay, nochmal, ne? Wie gesagt, Messgerät ablassen beim Messen, ihr könnt ihr mit. Aber dann, das entlädt halt den Kondi, ne? Also ab, zack und schnell messen. 4,6, ich weiß nicht, ob ich habe die Kamera wieder blöd gehalten, ne? Oh nein! Okay, nochmal. Alle guten Dinge sind doch drei, oder? Entladen den Kondi hier. Könnte ich euch schon mal zeigen. Achso, ich habe es in der Hand. Ne? Na, ihr Müll, 2,4 Millivolt, das war wahrscheinlich auch mein Finger. So, jetzt laden wir den Kondi wieder. Blub, ab. Ihn mal reindonnern. Und wieder scheiße gehalten. Pass auf, ich mache das jetzt mal so. Das ist für mich jetzt mal ein bisschen unangenehm. Also entladen. Hat das geklappt? Jawohl, so. Ich halte jetzt einfach die Kamera so. Ihr das Multimeter seht, zack und dran. 3,4. Naja, probieren Sie jetzt mal mit dran. Entlädt natürlich den ein bisschen schneller, aber naja, das sieht man es glaube ich auch kurz. Na, jetzt mal nur 3. Ah, jetzt habe ich wieder mit dran gemacht. Naja, ihr habt ja die Videos gesehen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe es jetzt oft genug gemacht, ne? Dann habt ihr knapp über die 4 oder knapp über Eingangsspannung halt hier drin. Ganz kurz sieht man es. Mensch, warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Ne? Ich mache es nochmal. Ich entlade nochmal. Wir laden den Kondi. Zack, 4,7, oder? Ich glaube, jetzt hat man es gesehen. Genau, noch einmal. Zur Sicherheit, jetzt nochmal so. Dass ihr es am bestmöglichsten seht. 4,8 war jetzt. Ich habe jetzt nicht auf die Kamera geguckt. Ich hoffe mal, von den dreimal ist was drauf. Also was ich euch damit sagen will, ist Vorsicht hier bei der Polung. Und
Wenn ihr erstmal wissen wollt, dass ihr alles richtig angeklemmt habt, lasst erstmal den Akku dran. Aber Vorsicht, weiß nicht, was mit dem Akku passiert, weil da kriegt, glaube ich, auch Rückpuls ab. Und dann könnt ihr durch das Drücken eben gleich anhand der Spannung erkennen, ne? Wenn ich bei 30, also wenn es immer steigend ist, dann ist es okay. Und der Gegenfall wäre jetzt, ich klemme jetzt einfach nur die Diode rum, wie gesagt, so wie es Elektronik dann zeigen wird. Dann bleiben wir hier, warte mal, ich entlade den nochmal, dass ihr richtig seht. Null. Zack. Und Feuer. Immer. Ja, Moment, 8 Volt. Soll ich mich jetzt verarschen? Hä? Ach so, ich habe jetzt hier nicht abgeklemmt. Genau, jetzt muss ich abklemmen. Zack. Ja gut, da haben wir sogar auch die 4. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ja, moin. Hä? Habe ich jetzt richtig entladen oder was? So, nochmal leer. Ja, ab. Zack. 4, 2, 2. Ha. Das klemme ich jetzt nicht um, das gibt's doch gar nicht. Also die 70 Millivolt, ne, die lasse ich jetzt mal drin. Ne? Naja, nimmt sich gar nicht so viel. Aber ihr müsst halt aufpassen, eben mal ladet ihr quasi den Conti vor. Warte mal, wenn man es jetzt mit Spule macht, sieht man es, glaube ich, besser. Wenn ich jetzt mehrfach drücke, dann macht das. Aber wenn wir jetzt auf die gehen, dürfte es eigentlich nicht machen, ne? Genau, guckt. Jetzt haben wir hier, jetzt muss ich nochmal entladen. Aber jetzt macht das nicht, oder? Jetzt waren wir schon, hä, ich habe gerade entladen. So, jetzt war das richtig entladen, glaube ich, jetzt. Zack. Wenn wir jetzt mehrfach, seht ihr das? Pendelt das sich irgendwo bei 7 Volt ein. Wenn ich es wieder drücke, sind wir 8, 7, 5, ne? Das ist der Unterschied. Genau. Und wenn ihr jetzt eben das mit Akku testet direkt dran, dann seht ihr das erstmal den Unterschied, okay? Ne? So, scheiße. Also, ne, kann man so auch machen. Und jetzt klemmen wir nur die Diode um. Und selber nochmal. Zack. Ne? Haben wir unsere 30, 40 Volt. Na gut, jetzt ist es auch schon wieder weniger. Ja gut, der Akku wird langsam schwach, ne, wenn ich das immer hier mache. Also hier mit Eingang dran, sage ich mal, könnt ihr viel einfacher überprüfen, ob ihr erstmal alles richtig angeklemmt habt. Ne? Drückt einfach mehrfach. Und wenn ihr dann nur bei 4, 5 Volt seid, dann ist irgendwas höchstwahrscheinlich die Diode verkehrt rum. Oder ihr müsst den Eingang verpolen. Ne? Also ich kann es euch jetzt noch mal zeigen. Also jetzt ist okay. Ne? Slammen. Falsch, die Diode. Kommen wir nicht mehr auf die Spannung, wenn ich hier drücke. Ne? Und jetzt anstatt die Diode tauschen, können wir aber auch einfach einen Eingang tauschen. Ne? Und der Elektriker wird im Kreis springen, weil ich müsste eigentlich das tauschen, ne? Weil ich jetzt hier, aber nee. So, und jetzt haben wir wieder die 34, ne? So, wenn ich jetzt aber mit der Polung am Eingang die Diode nehme, ist es dasselbe, glaube ich, wieder. Genau, ne? Guck, da fällt's. Wieder auf die 7, 8 irgendwas, ne? Gut, ich denke, das ist angekommen. In dem Fall jetzt kann ich es euch ja nochmal so, funktioniert es jetzt, wenn ihr es so angeklemmt habt, am besten. Ne? Ist im Grunde genommen nur, was ich gesagt habe, die Diode drehen und gut. Aber das ist wichtig hier, dass er das wirklich, ne? Haben wir gleich mal einen Fehler, wie man es falsch machen kann. Gut, bis später.